und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich ganz, ganz leckere Frühstücksmuffins. Und zwar sind die gesund, vegan und mit Haferflocken. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für eure Frühstücksmuffins braucht ihr nur wenige Zutaten und die habt ihr bestimmt alle zu Hause. Und das Coole ist an den Muffins, ihr könnt zwei verschiedene Sorten direkt machen. Das mache ich nämlich heute auch. Und zwar einmal Schoko-Banane und einmal Apfel-Zimt-Muffins. Und dann habt ihr nämlich immer eine schöne Auswahl und könnt die dann morgens genießen, ob zum Frühstück oder zum Znüni oder zum Zweri, wie ihr das gerne haben möchtet. Und was auch super ist, ihr könnt die einfrieren und dann nach und nach auftauen. Und dann könnt ihr sie in die Schule mitnehmen, in die Arbeit oder zum Sport zum Beispiel. Als erste Zutat braucht ihr natürlich Haferflocken. Ich habe jetzt hier die kernigen Haferflocken. Ihr könnt auch gerne die zarten verwenden oder auch eine Mischung machen. Und davon brauchen wir jetzt drei solche Gläser oder Tassen. Ihr nehmt einfach, was ihr habt und das ist praktisch unsere Maßeinheit. Als nächstes brauchen wir dann Leinsamen und zwar zwei Esslöffel davon. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr auch gerne Chiasamen verwenden. Das quillt dann nämlich mit der Milch auf und bildet sozusagen den Kleber. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Salz hinzu, eine Prise ungefähr. Dann kommt ein bisschen Zimtpulver hinzu. Dann, wenn ihr das habt, könnt ihr Tonkabohne verwenden oder zum Beispiel auch Vanillezucker oder Vanillepaste. Ich habe jetzt Tonkabohne und davon gebe ich ein bisschen auch noch hinzu. Dann braucht das Ganze noch ein bisschen Backpulver. Und jetzt werden die trockenen Zutaten erstmal gut miteinander vermischt. Jetzt gebe ich die flüssige Zutat hinzu und zwar habe ich jetzt hier einfach pflanzliche Milch. Ich habe jetzt hier Hafermilch, ihr könnt auch gerne Mandelmilch verwenden oder zum Beispiel Sojamilch, was ihr einfach zu Hause habt und gern habt. Und davon gebe ich jetzt zwei solche Tassen hinzu. Jetzt müsst ihr das Ganze ein bisschen stehen lassen und quellen lassen, dass es die Milch aufsaugt von den Leinsamen. Die müssen ein bisschen binden dann, das wird dann ein bisschen gelig und ist sozusagen der Eiersatz. Und die Haferflocken müssen auch natürlich die Milch aufsaugen. So, die Menge, die teile ich jetzt auf zwei Schüsseln und dann können wir nämlich die zwei Geschmackssorten herstellen. Und jetzt füge ich die weiteren Zutaten hinzu. Jetzt mache ich erstmal die Variante mit Schoko-Banane. Dafür habe ich jetzt hier zwei Bananen einfach mit der Gabel ein bisschen zerdrückt und gebe das hinzu. Dann habe ich hier dunkle Schokolade klein gehackt und zwar mit über 80% Kakaoinhalt, denn dann ist weniger Zucker enthalten und es schmeckt dann auch viel, viel besser. Und davon gebe ich jetzt nicht alles rein, ein bisschen bewahre ich auf für obendrauf zur Dekoration. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Mandelmus hinzu, ihr könnt auch gerne Erdnussbutter nehmen oder zum Beispiel auch Cashewmus. Das gibt einen super leckeren Geschmack und würde ich auf jeden Fall reintun. Und so wäre jetzt unsere Schoko-Bananen-Variante schon fertig. Das stelle ich jetzt erstmal beiseite und mache jetzt die Apfel-Zimt-Variante. Bei der Apfel-Zimt-Variante gebe ich wieder einen Esslöffel Nussmus hinzu. Das habe ich übrigens selbst gemacht und dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Das verlinke ich euch dann in der Infobox oder auch hier oben. Jetzt reibe ich noch einen kleinen Apfel hinzu. Jetzt habe ich hier noch einen Apfel klein geschnitten in kleine Stücke. Davon gebe ich jetzt auch noch einen Teil drunter und einen Teil hebe ich wieder auf für die Dekoration. Jetzt habe ich hier mein Muffinsblech und das habe ich jetzt mit Muffins-Papierförmchen ausgelegt. Ich habe zwei Stück immer ineinander getan und jetzt kann ich sechs Stück praktisch mit der einen Sorte befüllen und sechs Stück mit der anderen Sorte. Und so sehen jetzt die fertigen Frühstücksmuffins aus. Jetzt kommt das Ganze noch in den Backofen für 30 Minuten bei ca. 180 Grad. Beim Auskühlen würde ich euch raten, lasst es noch kurze Zeit in der Form, aber dann würde ich es rausnehmen und auf ein Kuchengitter auskühlen lassen, damit sich die Feuchtigkeit hier unten in dem Papier eben nicht sammelt, dass es schön austrocknen kann. Und wenn es dann ausgekühlt ist oder natürlich auch lauwarm, könnt ihr natürlich auch genießen. Aber erst wenn es richtig ausgekühlt ist, dann könnt ihr es verpacken und am besten in einen Plastikbox oder irgendeine andere Box oder so im Kühlschrank aufbewahren. Da hält es sich dann bis zu einer Woche ungefähr. Oder ihr könnt es auch einfrieren, wenn ihr gleich ganz viele macht und verschiedene Sorten. Ihr könnt natürlich auch da
rumexperimentieren. Am besten in einem Tiefkühlbeutel oder so und dann könnt ihr das nach und nach immer rausnehmen, auftauen oder zum Beispiel am Abend zuvor in den Kühlschrank geben und am nächsten Morgen könnt ihr das zum Beispiel auch über den Toaster drauflegen und dann habt ihr das praktisch nochmal leicht erwärmt und das schmeckt dann richtig, richtig lecker, wie frisch gebacken im Prinzip. Das Rezept findet ihr wie immer auf meinem Blog fraujanik.com. Dort habe ich alles nochmal genau für euch aufgeschrieben. Schaut gerne vorbei, freue mich jedes Mal riesig auch über eure Kommentare und wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, das geht natürlich wie immer am einfachsten über Instagram und da nehmt ihr am besten den Hashtag Fraujanik und @Fraujanik, dann kann ich es nämlich sehen und vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich jedes Mal riesig über euer tolles Feedback. Und vielleicht habt ihr auch schon gesehen, ich habe ein Kochbuch geschrieben. Falls es euch interessiert auf meinem Blog, habt ihr dann natürlich auch mehrere Informationen dazu. So, ich gehe jetzt hier leckere Frühstücksmuffins essen, aber wie immer erst noch fotografieren. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Fraujanik.